Zeitgleich mit dem World Update Nummer 14 erschien die Local Legend Nummer 11. Den kostenpflichtigen Zusatzinhalt sehen wir uns in diesem Video einmal genauer an und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy, schön, dass du da bist. Die Aero AE45 und AE145 entwickelt von Microsoft und Aeroplane Heaven. Ein Blick in die Bewertungsdetails verrät uns, 22 Stimmen wurden bisher abgegeben, 4,4 von 5 Sternen. Ein bisher recht ordentlicher Wert. Wir bekommen mit diesem Inhalt zwei Varianten der Maschine, einmal die AE45 mit insgesamt 4 Lackierungen und die AE145 mit 5 Lackierungen. Kostenpunkt am Marktplatz für Xbox sowie auch für PC 14,99 Euro solltet ihr Nutzer der Premium oder Premium Deluxe Edition des Microsoft Flight Simulators sein, zahlt ihr 9,99 Euro. Die Lackierungen sehen wir uns gleich noch genauer an. Wo wir jetzt noch einen Blick drauf werfen, ist der Inhaltsmanager, denn dieser Inhalt belegt in der Version 1.0.24 insgesamt 1,77 GB. Unter den weiteren Informationen ist noch kein Versionsverlauf zu finden, es gab also noch keine Updates. Hier ein erster Blick in die Cockpits der beiden Varianten der Maschinen. Zuerst die Aero 45, diese werden wir uns gleich auch noch genauer anschauen und ein Stück damit fliegen. Und dann noch die 145, die nach der 45 gebaut wurde, etwas moderner ist und auch zum Beispiel einen Autopiloten hat. Hier noch ein kurzer Überflug über die unterschiedlichen Lackierungen, beginnend mit dem Modell 145. Und schließlich noch die 4 Lackierungen der 45. Okay, dann suchen wir uns noch eine schöne Location aus. Ich dachte, wir gehen direkt nach Prag an den gleichnamigen Airport und dann schauen wir uns die Maschine, also die 45 der beiden Modelle, einmal genauer an. Alle Aufnahmen stammen im Übrigen von Xbox Series X. Als allererstes sehen wir uns jetzt hier mal die Außenhülle an und ich weiß nicht, fällt euch das auch auf? Muss das so sein, dass die Flagge Tschechiens spiegelverkehrt auf einer Seite ist? Ich denke nicht. Und es gibt schon die ein oder andere Textur, die man schon weitaus besser gesehen hat. Nachdem wir uns die Außenhülle etwas genauer angeguckt haben, sehen wir uns natürlich das Cockpit und den kompletten Innenraum einmal etwas genauer an. Wir drücken den ein oder anderen Knopf und öffnen Dinge. Und dann werden wir anhand der Checkliste, denn die kann man hier tatsächlich ganz gut, vor allem am Anfang, verwenden, über den Cold and Dark hinaus uns in die Lüfte bewegen. An sich sehen alle Lackierungen an und für sich recht ordentlich aus. Kleinere Fehler wie das mit der Flagge zum Beispiel, ja. Und wenn man an manche Stellen etwas näher rangeht und genauer hinguckt, und das mache ich in meinen Videos, ja, denn schließlich möchte ich euch auch die unschönen Dinge etwas näher bringen und euch einen guten Gesamteindruck verschaffen, dann muss man ganz klar sagen, hat man schon bessere Varianten einer Local Legend gesehen und der Anspruch sollte meiner Meinung nach an eine Local Legend, genauso wie für die Famous Flyers, allgemein schon etwas höher sein, finde ich. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht.
Und dann fliegen wir hier als nächstes einmal durch die Kabine und gucken uns das Cockpit allgemein einmal etwas näher an. Auch hier habe ich einen gemischten Eindruck. Die Armaturen und so weiter ist alles gut lesbar und schön scharf und auch die große Glaskuppel und so weiter, das ist schon sehr beeindruckend. Allerdings, wenn man dann ins Detail geht, wie jetzt hier so die Ecken und Kanten sich ein bisschen anguckt, dann fehlt mir hier schon die Liebe zum Detail. Um hier nun auf ein paar Dinge einzugehen, blenden wir das Steuerhorn einmal aus. Und dann öffnen wir hier zuallererst einmal die seitliche Tür. Weitere Fenster sind bei diesem Modell jetzt hier nicht zu öffnen. Auch die Jalousie hier oben konnte ich leider nicht bewegen. Solltet ihr da irgendwelche Detailinformationen noch haben, ob die irgendwie beeinflussbar ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Modell 145 hat hier auf der linken Seite übrigens noch ein kleines Kippfenster. Außerdem können wir mit diesem Schalter hier eine Triebwerksabdeckung öffnen und schließen. Und was ich auch sehr besonders an der Maschine hier finde, ist, dass man den Winkel des Propellers verstellen kann. Und zwar hier mit diesen Hebeln. Am besten zu erkennen, wenn man hier parallel auch mal den Propeller ein bisschen im Blick behält, wie er sich entsprechend neigt. Das Ganze geht dann in drei Stufen, einmal für den linken und einmal für den rechten Propeller. Man unterscheidet hier zwischen Start, Steigflug und maximale Geschwindigkeit. Und je nachdem, was man hier einstellt, verändert sich die Neigung des Propellers. Etwas weiter rechts gibt es dann noch eine vierte Möglichkeit, auf den Propeller und dessen Neigungswinkel Einfluss zu nehmen, und zwar die sogenannte Segelverstellung. Und auch diese gibt es dann selbstverständlich wieder für die linke und auch für die rechte Seite. Hier unten rechts im Cockpit gibt es dann noch die Möglichkeit, das Flugzeug zu sichern. Über diesen Knopf hier kann man entsprechende Keile anbringen und Gewichte abhängen. Okay, dann platzieren wir jetzt hier mal wieder unser Steuerhorn und dann würde ich sagen, gehen wir in den Start aus dem Cold and Dark Zustand heraus näher ein. Wir öffnen hier einmal die Checkliste. Und daran orientieren wir uns jetzt hier einfach mal. Wir gehen auf vor dem Starten der Triebwerke und hier gibt es jetzt verschiedene Punkte, die wir einmal durcharbeiten. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, über das Auge auf der rechten Seite des jeweiligen Punktes an den richtigen Schalter zu gelangen. Das Ganze funktioniert hier auch sehr gut.
Allerdings fehlt auch hier in der Checkliste der ein oder andere wichtige Punkt. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und das macht das Ganze gerade am Anfang natürlich nicht einfacher. Nichtsdestotrotz ist es besser, eine Checkliste zu haben, als ohne arbeiten zu müssen. Der Punkt Kühlklappen wäre zum Beispiel so ein Fall. Wir haben derer zwei und es wird hier aber nur eine angegeben. Kühlklappen müssen offen sein, heißt es hier. Es gibt aber Kühlklappen auf der rechten und auch auf der linken Seite. Das ist, wenn man sich schon länger mit der ganzen Thematik beschäftigt, eigentlich klar. Also zum einen müssen die Klappen beim Start offen sein, zum anderen gibt es für jedes Triebwerk natürlich entsprechende Klappen. Aber jemanden, der jetzt nicht so im Thema ist, hätte es schlichtweg geholfen, Kühlklappen rechts, Kühlklappen links zum Beispiel hier getrennt anzugeben. An sich funktionieren hier die Kühlklappen sehr gut und sind auch optisch außen dann entsprechend zu erkennen, also offen. Unter Triebwerk starten wird nun unterteilt zwischen linkes und rechtes Triebwerk. Um das zeitlich ein bisschen abzukürzen, werden wir das kombinieren und direkt das linke und das rechte Triebwerk jetzt hier bedienen. Den Primer habe ich hier auf beiden Seiten jeweils viermal betätigt. Das war absolut ausreichend und hat sofort funktioniert. Was in der Checkliste leider komplett fehlt, ist, dass man den Schubhebel ein paar Prozentpunkte nach oben drehen muss, also das bitte nicht vergessen. In meinen Vorstellungsvideos zu Flugzeugen ist es jetzt so, dass ich normalerweise immer, wenn ich den Anlasser drücke, etwas mich zurücknehme, was den Kommentar angeht, den Sound ein bisschen aufdrehe und so weiter. Aber just bei diesem Video hat sich leider im Nachgang, als die Aufnahme schon fertig war und es ans Vertonen ging, herausgestellt, dass kleine Soundprobleme in der Aufnahme bestehen. Deshalb kann ich jetzt hier leider für ein paar Sekunden den Sound nicht entsprechend hochdrehen. Also ihr hört es schon im Hintergrund, das eine oder andere Kratzen ist eventuell zu hören. Das Ganze begann leider genau vorm Motorenstart und geht aber tatsächlich auch nur ein paar Sekunden. Ich bitte das zu entschuldigen. Der Aufwand, alles neu aufzunehmen, wäre nicht im Verhältnis gestanden. Es ist wirklich nur ganz kurz der Fall. Und keine Sorge, ihr kommt auf jeden Fall auf eure Kosten, was den Sound angeht. Sobald wir jetzt hier gleich vom Platz rollen und uns auf die Startbahn begeben, ist der, wie ich finde, sehr gelungene Sound der Maschine sehr gut wahrzunehmen und natürlich auch während des gesamten Flugs 1A zu hören. Weitere Soundprobleme oder dergleichen hat es dann auch nicht mehr gegeben. Und ganz wichtig, diese Soundprobleme bestanden aufgrund meiner Aufnahme, nicht aufgrund des Zusatzinhaltes. Das möchte ich ganz klar nochmal betonen. Wir arbeiten uns als nächstes jetzt hier weiter entlang an der Checkliste.
Unter dem Punkt Triebwerk starten sind jetzt hier noch die Generatoren als nächstes entsprechend einzuschalten, also die Lichtmaschinen für beide Seiten. Als nächstes schalten wir hier noch den großen Schalter ein, wo es heißt Strom für AHI-Instrument. Dann schalten wir hier den Strom noch für die Landeklappen mit hinzu. Und den Avionik-Schalter stellen wir hier auch noch auf ein. Und während der Sound unserer Aufnahme sich mittlerweile auch wieder normalisiert hat, entfernen wir hier noch die Sicherungen an unserem Flugzeug. Das Heckrad oder die sogenannte Spornradbremse muss offen sein. Das ist hier standardmäßig der Fall. Ich lasse das für diesen Flug auch komplett offen. Wenn ihr zum Beispiel mit Live-Wetter fliegt und es ist starker Wind oder einigermaßen windig, dann solltet ihr auf der Startbahn das Heckrad fixieren. Dann schalten wir hier noch ein paar Lichter mit ein. Die Positionsleuchten können wir hier einschalten. Außerdem die Landescheinwerfer. Die Staurohrvorwärmung können wir hier einschalten. Die Einstellungen zum Funk befinden sich im Übrigen hier drüben. Benötigen wir für diesen kurzen Testflug jetzt aber auch nicht weiter. Und was wir hier auch noch hätten, sollte es denn erforderlich sein, ist die Kabinenbeleuchtung. Diese befindet sich hier hinten im oberen Bereich. Können wir aber hier jetzt an und für sich wieder ausschalten. Okay, dann haben wir jetzt an und für sich alle Teile soweit durchgearbeitet. Ich würde sagen, wir rollen jetzt einmal auf die Startbahn. Und wie versprochen bekommt ihr jetzt ab sofort den vollen Motorensound. Ich nehme mich zurück, was den Kommentar angeht und melde mich wieder nach der Landung. Viel Spaß!
So, dann melde ich mich mal langsam mit dem Kommentar zurück. Wir sind gut gelandet und ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen, denn die Maschine hat, finde ich, schon einen sehr ordentlichen Sound. Aktuell gibt es einen Bug dieser Maschine, deswegen fahre ich jetzt hier gerade mal so zielstrebig auf den Rasen zu. Und zwar passiert Folgendes: Sobald ihr euch auf Rasen bewegt, also auf nicht befestigtem Untergrund, dann geht die Framerate allmählich in den Keller und die Simulation wird im Prinzip unspielbar. Das Problem ist selbstverständlich auch dann vorhanden, wenn ihr zum Beispiel auf Rasenflächen starten oder landen wollt, also auf Rasenplätzen. Bedeutet, wenn ihr mit der Maschine bereits jetzt unterwegs sein wollt, dann meidet diese Flächen und startet und landet idealerweise ausschließlich im Moment, bis ein entsprechender Patch kommt, auf Asphaltflächen. Ihr seht das jetzt hier, je länger wir auf Rasen unterwegs sind, desto mieser wird die Qualität, die Performance und die Framerate geht komplett in den Keller. Das ändert sich auch nicht mehr, wenn ihr dann wieder auf den Asphalt zurückkehrt. Also bei mir hat es zumindest nicht funktioniert. Was auch nicht funktioniert hat, und auch dieser Hinweis sei gegeben, sobald ihr euer Flugzeug aus dem Cold and Dark heraus starten wollt und ihr versetzt vorher euer Flugzeug vom ursprünglich gewählten Platz, dann kann es zu Ausfällen der Bedienbarkeit kommen. In Einzelfällen war das bei mir tatsächlich so. Ein Beispiel: Ihr platziert euch am Flughafen XY am Vorplatz 3 und ihr greift nun auf den Standort eures Flugzeugs zu und versetzt euch um ein paar Meter nach links, rechts, wohin auch immer. Dann kann es sein, dass es zu Einschränkungen in der Bedienbarkeit der Funktionen kommt. Versucht das also am besten zu vermeiden und startet immer von dem Punkt aus, den ihr vorher auf der Weltkarte definiert habt. Okay, also ihr seht schon, das wird hier immer ruckeliger und unspielbarer, also so macht es tatsächlich dann keinen Spaß. Was allerdings Spaß macht, sind auch Flüge bei Nacht, und um zu sehen, wie da die Beleuchtung dieses Flugzeuges so sich darstellt, habe ich auch ein paar Momente aufgenommen, hier entsprechende Eindrücke dazu. Das ist sie also, die Local Legend Nummer 11. Ja, wir hatten bereits bessere Varianten von Local Legends. Mir fehlt hier einfach schon ein bisschen die Liebe zum Detail. Und der ein oder andere Patch ist auf jeden Fall dringend und zeitnah nötig. Wer beispielsweise sehr viel und sehr gerne auf Rasenplätzen unterwegs ist, der sollte definitiv noch aus den genannten Gründen warten. Ohne jetzt wirklich beurteilen zu können, ob der Sound, den die Maschine hat, originalgetreu ist oder nicht. Die Maschine klingt schon richtig gut. Alles ist gut bedienbar, die Checkliste ist verwendbar. Und wenn man wie hier der Sonne entgegenfliegt und aus der riesigen Glaskuppel guckt, dann ist das schon ein sehr schönes Fluggefühl. Keine Frage. Was haltet ihr von der Local Legend Nummer 11? Habt ihr Ergänzungen zum Gezeigten oder Fragen? Nutzt bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen oder vielleicht bei eurer Kaufentscheidung sogar geholfen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Däumchen da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.